So, danke schön, geschätzte Präsidentinnen, hohes Haus. Ich bedanke mich einmal bei der Frau Präsidentin des Rechnungshofs und ihren Mitarbeitern für diesen Spitzenbericht, muss man sagen. Dieser Bericht spiegelt die Lage perfekt wider. Genau so, wie es da drinnen steht, ist es. Der Überprüfungszeitraum ist 15 bis 18, aber was hier in dem Bericht drinnen steht, die Probleme, die sind schon relativ alt. Diese Probleme, was der Rechnungshof in diesem Bericht anführt, die gibt es schon jahrelang, um nicht zu sagen jahrzehntelang. Und da schaue ich gleich in diese Richtung. Und da ist natürlich auch bezeichnend, dass auch die ÖVP diese Krankheiten, sage ich einmal, in den Justizanstalten im Strafvollzug kennt und seit 2008 den Bundesminister gestellt hat und eigentlich das immer elegant und dezent zur Seite gelegt hat und es ist eigentlich großteils nichts passiert. Was sind die Probleme, was der Rechnungshof aufzeigt und ich Ihnen sagen will, dass es schon jahrelang, jahrzehntelang alt sind? Überfüllte Justizanstalten, zu wenig Personal, sowohl Wache, Justizwachepersonal, sowohl Fachpersonal im Maßnahmenvollzug, Abschiebungen, Strafverbüßungen im Heimatland dauern zu lange in EU-Staaten, bis zu einem Jahr, meist ein Jahr, weil auch der innerstaatliche Ablauf ein sehr komplizierter ist und auch natürlich der Ablauf mit der EU nicht funktioniert. Da sage ich immer, da könnte sich die Europäische Union wichtig machen und könnte da wirklich was bewirken, dass an die richtigen Stellen zur Strafverbüßung die Insassen hinkommen. Da passiert auch von der EU-Seite nichts, aber auch von der österreichischen Bundesregierung nichts bis gar nichts. Von den ÖVP-Justizministerinnen und Ministern ist nichts passiert. Und das sind hier die Probleme, die wir schon jahrelang, jahrzehntelang mitschleppen, wo nichts passiert ist. Und dann ist es natürlich noch bezeichnend, wenn wir jetzt da tagelang das Budget beraten haben, was gut war, dass es im Jahr 2021 von dieser schwarz-grünen Bundesregierung null Justizwachebeamte mehr gibt. Also ich denke, da sieht man deutlich, und die Bevölkerung soll das auch wissen, es ist leider bei den Regierungsfraktionen, bei der Regierung nicht angekommen, wo es krankt. So gut und leicht verständlich dieser Rechnungshofbericht ist und aufbereitet ist, aber Schwarz-Grün versteht es nicht oder will es nicht verstehen, dass hier die Krankenstandsquote bei den Justizwachebeamten aus dem Grund so hoch ist, weil sehr viele unter Burnout leiden, übermäßig belastet sind, übermäßig beschäftigt sind und sich eigentlich nicht mehr anders wehren können, dass sie sich in den Krankenstand flüchten, weil sonst haben sie viel zu wenig freie Tage. Das muss einmal ankommen, das muss einmal verinnerlicht werden, solange das eine Bundesregierung oder die ÖVP, die ja schon über 30 Jahre in der Bundesregierung ist, nicht verstehen oder nicht verstehen will, wird sich an dieser Lage nichts ändern und dann wird es auch weiterhin solche Rechnungs oft Berichte geben, aber wenn man sie dann wieder zuklappt und nicht danach handelt, dann ist es, muss man leider sagen, nichts jetzt gegen Ihren Bericht, ein super Bericht, aber dann ist es schade ums Papier, dann weiß ich nicht, wie man das der ÖVP begreiflich machen kann. Das kann dann nur der Wähler, das können dann nur die Justizwachebeamten oder die Exekutive euch einmal das begreiflich machen, dass es da schon 11:55 ist. In diesem Sinne bedanke ich mich noch einmal beim Rechnungshof und wünsche im Straf- und Maßnahmenvollzug den Bediensteten, dass sie jeden Tag gesund wieder nach Hause kommen, dass sie trotz dieser Bundesregierung, die die Interessen nicht vertritt, so gute Arbeit im österreichischen Strafvollzug, einen Vorzeigevollzug in Europa leisten. Dankeschön.